Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Brüder und Schwestern, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind auf dem Weg nach Mekka, wir wollen eine Umrah machen. Wir haben gerade in der Jamaat gebetet. Ich blende euch hier kurz eine Szene ein, wie wunderschön das ausgesehen hat. An dieser Stelle, ich werde in diesem Video einige Einspieler vornehmen, damit ihr ein paar Begriffe besser kennt. Jamaat heißt in diesem Sinne, dass wir in der Gemeinschaft gebetet haben. Und die Reiseleitung übernimmt niemand Geringeres als unser Bruder Islam Quiz. Assalamu alaikum, ich freue mich, mit euch hier zu sein und ich versuche euch etwas mitzugeben, inshallah, auf dieser Reise. Barakallahu fik, vielen lieben Dank für euch. Das ist eine wunderschöne Dawa. Ich hoffe, dass ihr dieses Video bis zum Ende guckt. Aber nicht nur Islam Quiz ist dabei, sondern noch ein Ehrengast. Assalamu alaikum, meine Hübschen. Unser Bruder Serhat, Aggressionsprobleme, Bruderherz. Ja, Leute, das ist unsere erste Umrah von Attila und mir. Wir sind, glaube ich, beide sehr, sehr aufgeregt. Wir haben gestern wie so kleine Kinder miteinander telefoniert. Und ja, inshallah wird es eine sehr, sehr schöne Reise, die unser Leben verändern wird. Ich habe die beiden Brüder jetzt ein bisschen hier für Klicks ausgenutzt, aber inshallah wird das eine wunderschöne Reise, inshallah wird es ein wunderschönes Video. Ihr könnt vielleicht was davon mitnehmen, ich will euch gar nicht lange aufhalten. Wir steigen jetzt in den Flieger ein und bis gleich in Mekka. So Freunde, wir sind jetzt im Flugzeug. Ihr seht es, die Reise geht gleich los. Wir fliegen erstmal nach Sabiha Gökçen, nach Istanbul in die Türkei. Das habe ich vergessen euch zu sagen, also noch nicht nach Mekka. Und von dort fliegen wir weiter und wir werden inshallah unser Fasten in Istanbul brechen. Ich bin nämlich seit heute Nacht um 3 Uhr schon unterwegs mit dem Zug nach Berlin, um von Berlin zu fliegen. Das heißt, ich habe komplett die Nacht durchgemacht, ich bin komplett K.O. Wir freuen uns einfach komplett alle auf Iftar. So Freunde, wir sind jetzt angekommen, wir fahren jetzt mit dem Bus und dann werden wir inshallah unser Iftar gleich machen. Habt ihr schon mal gesehen, dass man mit dem Bus zu der Landstrecke fährt? Und wo fahren wir hin? Der bringt uns von der Militärkaserne. Guck mal diese riesige Truppe an, das sind alles unsere Leute. 40 Mann ab nach Mekka, außer die netten Damen da oben, die sind glaube ich nicht auf dem Weg nach Mekka. So Freunde, wir haben hier von unserem Bruder Islam Quiz ein Aprikosenstück bekommen. Und wir haben noch aus dem Flugzeug unser Brot. Wir werden jetzt gemeinsam Fasten brechen. Wir haben also die meisten, die ihr schon seht, zeigt mal hier. Der süße Bruder, wie er sein Wasser schon weggeext hat. Wir haben mal unser Wasser weggeext. Weil wenn du auf Reisen bist, für die, die es nicht wissen, wenn du auf Reisen bist, bist du nicht verpflichtet zu fasten. Du kannst das Fasten unterlassen und nachdem der Fastenmonat vorbei ist, diesen Tag nachholen. Wenn du aber freiwillig sagst, ich faste dennoch, ohne dass es zu irgendwelchen gesundheitlichen Problemen kommt, dann kannst du es inshallah machen. Viele von uns haben das getan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euer Fasten, unser Fasten, unser aller Fasten annehmen. Und jetzt wird Fasten gebrochen. Ich esse aber nicht vor der Kamera, ja? Besser nicht. Du isst schon viel zu schön. Guck mal, wie schön er ist. Guck mal. MashaAllah. Das hat auf dem Moment die Vase. Freunde, und genau das liebe ich an der Türkei. Einfach überall Masjid. Du kannst dir ganz in Ruhe deine Gebete verrichten. Und hier gibt es sogar eigene Raum, wo du Wudu nehmen kannst, ab der Sahne. So Freunde, ich weiß, der Vlog dauert noch nicht so lange an, aber wir sind schon sehr lange unterwegs. Der Bruder Serhat ist schon Knockout gegangen, gerade fast. Der ist nämlich eingeschlafen, gerade wir haben den da vorne gefunden, fast hätten wir den vergessen. Wir haben unser Maghrib-Gebet gerade gebetet. Wir warten jetzt darauf, dass wir gleich weiterfliegen können nach Jeddah. Das ist eine Stadt, ungefähr eine Stunde entfernt von Mekka, weil in Mekka gibt es keinen Flughafen. Und dort werden wir wahrscheinlich um 2 Uhr nachts ankommen. Das heißt, ich bin dann circa 30 Stunden schon unterwegs. Wir freuen uns trotzdem. Vielleicht werden wir auch direkt, wenn wir ankommen, im Anschluss die Umrah vollziehen. Das werdet ihr dann sehen auf dem Video. Auf jeden Fall essen wir jetzt erstmal was. Wir überlegen jetzt, was wir hier essen sollen. Wir sind bei Usta Dönerci. Alles unnormal teuer und wir wissen nicht, ob das so toll schmecken wird. Aber wir geben dem Ganzen einen Versuch. So, wir haben hier einen fashion Dürüm auf jeden Fall. Pommes. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Okay, die hat mir einfach nur Brot verkauft. Okay. Schmeckt 1:1 wie Brot, Bruder. Krass. Und jetzt kommen wir langsam zum Fleisch. Kann man auf jeden Fall essen, aber wenn man in der Türkei ist, normalerweise rausgehen, Adana Kebab essen, ihr wisst Bescheid. So Freunde, wir haben schon unsere Ihram-Kleidung angezogen. Ihr seht die anderen Brüder, zeig mal ein bisschen hier. MashaAllah. Das heißt, wir sind da drunter komplett nackt. Unser Bruder Abu Nur hat uns gezeigt, die perfekte Technik, wie das bombensicher ist, wie man das so einwickelt und sonst was. Bruder, warum hast du noch keins an? Mach ich jetzt. Ich kümmere mich erstmal um die Brüder und danach mache ich das zwar, dass ich mich. Wenn ihr also auch Abu Nur sehen wollt mit diesen Kleidungen, dann wartet noch 10 Sekunden ab. Wir sind schon quasi in der Kleidung, mit der wir auch später unsere Umrah vollziehen werden. Unsere Nia, also dass wir die Umrah machen wollen, fassen wir auf der Grenze. Wenn wir, was für eine Grenze ist das, Bruder? Mekat. Wenn wir den Mekat erreichen, fassen wir unsere Nia, also dass wir gerne eine Umrah vollziehen wollen und sagen Labaik Allahumma Umrah.
Das heißt, ja Allah, hier komme ich mit einer Umrah. Und dann sind wir in diesem Ihram-Zustand. Das heißt, wir dürfen keine Tiere töten, wir dürfen unsere Zehennägel nicht schneiden, Fingernägel nicht schneiden, wir dürfen unsere Haare nicht kürzen. Wir müssen uns versuchen, so vorbildlich wie möglich zu verhalten, so rein wie möglich. Wir dürfen auch keinen Beischlaf praktizieren, wenn man mit seiner Frau zum Beispiel die Umrah oder die Hajj macht. Und dieser Zustand hält bis zum Ende der Umrah, bis man sich die Haare rasiert. Dazu komme ich aber noch später. Ich würde sagen, wir steigen jetzt in den Flieger mit dieser freshen Kleidung und bis gleich. Bruder, du siehst so gut aus. Mashallah, Allahumma barik, Bruderherz. Hey, hast du das Gefühl, dass bei dir gleich alles aufgeht? Nein. Nein, okay. Du? Ja. Yeah. Aber also nicht so, weil irgendwas locker ist, sondern so einfach, wir haben so ein Szenario im Kopf, weißt du? Oh. Wir sind jetzt im Flieger. Ich werde jetzt versuchen, ein bisschen zu schlafen, ein bisschen im Leben unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu lesen. Und so unfassbar aufgeregt. So unfassbar aufgeregt. Ach, und ich vermisse meinen Sohn. Wir befinden uns jetzt gerade genau über der Grenze, wo du deine Absicht, deine Nia sprichst, dass du diese Umrah vollziehen möchtest. Und ich vollziehe das jetzt gemeinsam mit euch, indem ich sage, Labbaik Allahumma Umrah. Es ist gerade 1.22 Uhr, wir sind also noch ungefähr eine Stunde in der Luft unterwegs. Und 3 Stunden haben wir schon hinter uns. Wenn wir ankommen, werden wir eine Stunde noch mit dem Bus fahren. Und dann werden wir uns auch entscheiden, ob wir direkt schon heute Morgen die erste Umrah vollziehen oder nicht. So Freunde, wir sind jetzt gelandet. Wie fühlst du dich? Sei ehrlich. Super, ja. Aber wir sind seit 30 Stunden unterwegs. Ja, trotzdem, ich bin fit. Seid ehrlich, ja, Alhamdulillah. Wir warten jetzt hier gleich auf unser Gepäck und genau jetzt geht's auch weiter. Okay, Bismillah. Wenn du hier durchkommst, die checken einfach Fingerabdruck, die machen Foto mit Spiegelreflexkamera. Also die Sicherheitsvorkehrungen sind auf jeden Fall on fleek hier. Jetzt warten wir auf das Gepäck. So Freunde, wir sitzen jetzt im Bus. Die Klimaanlage, hat der Busfahrer gerade gesagt, ist ausgefallen, aber ist nicht schlimm. Denn das Wichtigste hier ist Sabr, Sabr, Sabr. Ein paar andere ganz stabile Achis sind auch schon im Bus. Wir werden jetzt gleich losfahren. Das ist auf jeden Fall ein bisschen was anderes, weil wenn du ankommst, überall ist klimatisiert. Du steigst aus dem Flugzeug, ist klimatisiert, das Flugzeug selber ist klimatisiert, der ganze Flughafen ist klimatisiert. Du machst einen Step raus und es ist natürlich schon schwül. Ne? Es sind jetzt gerade, wir haben 4 Uhr morgens und es sind immer noch über 26, 27 Grad hier auf jeden Fall. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Man hat nichts verstanden. Alhamdulillah, mir geht's gut. Wie geht's dir? Alhamdulillah. Wie geht's dir? Alhamdulillah. Und dir? Alhamdulillah, mir geht's auch gut. Boah, der arme Bruder hier, der hier, der hat gerade Vertrag gemacht für Handykarte, er musste Fingerabdruck zeigen. Hast du gemacht? Ich bin nicht drauf reingefallen. Wer hat gemacht? Andere sind drauf reingefallen. Sag mal wer? Khalid. Khalid hat das gemacht. Du hast gemacht? Ein Monster, der da lag. Wer das wohl geklärt hat? Bro, Platin, oder Platin. Platin oder? Wir sind endlich da am Hotel. Es ist 6.10 Uhr, wir sind alle Knockout. Wir gehen jetzt auf die Zimmer. Wir werden relativ schnell unser Fajr-Gebet beten, uns ein bisschen ausruhen und werden dann die Umrah vollziehen, inshallah. So Freunde, das hier ist das Badezimmer. Wir sind hier in der 29. Etage. Die Brüder haben sich schon hier ein bisschen gemütlich gemacht. Es ist auch schon hell geworden. Wir sind jetzt raus aus dem Hotel und so sieht es hier bei Tag aus. Wir sind jetzt unterwegs zum Asr-Gebet in der Masjid al-Haram mit der gesamten Truppe. Und direkt danach werden wir im Anschluss, inshallah, unsere Umrah vollziehen. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Also Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg zur Kaaba. Wir haben die Blicke gesenkt. Gleich werden wir die Blicke heben und danach sehen wir die Kaaba zum ersten Mal in echt und sprechen inshallah eine Dua. Wir stehen vor der Kaaba, wir fangen jetzt unseren Tawaf an. Das ist ein überwältigendes Gefühl. Wir sind gerade dabei, den Tawaf zu vollziehen. Wir haben schon 2 Runden gedreht und noch 5 sind offen.
So, wir haben unseren Tawaf vollzogen, das heißt 7-mal die Kaaba umrundet. Jetzt laufen wir 7-mal zwischen den Hügeln. Nach dem Tawaf, das habe ich vergessen an dieser Stelle zu erwähnen, haben wir auch eine Sunna-Handlung, also eine gewünschte Handlung vorgenommen, und zwar ein Gebet gesprochen, bestehend aus 2 Pflichteinheiten hinter dem Makam Ibrahim. Das ist ein kleines goldenes Häuschen direkt in der Nähe der Kaaba, in dem man die Fußabdrücke von Ibrahim a.s., also dem Propheten Abraham, finden kann. Anschließend haben wir den 7-fachen Gang zwischen den Hügeln Safa und Marwa angetreten, welche einen Pflichtteil der Pilgerreise darstellen. Wenn euch die Geschichte hierzu interessiert, kann ich gerne ein eigenes Video darüber machen, warum man diesen Gang macht. Da gleich schon Fastenbrechen ist, haben wir Datteln verteilt bekommen und Wasser, Semsem-Wasser. Das heißt, wir werden jetzt so lange durchziehen, bis quasi Fastenbrechen ist. Werden unser Fasten brechen, werden das Abendgebet sprechen, das Maghrib-Gebet, und danach werden wir unseren Gang hier fortsetzen. Hiernach ist man quasi fertig. Man schneidet sich dann die Haare ab oder kürzt die Haare. Damit verlässt du quasi den Ihram-Zustand, also den Zustand, in dem wir uns mit diesen Leinen jetzt gerade befinden. So, Freunde, wir sind jetzt 7-mal zwischen den Hügeln hin und her gelaufen. Jetzt trinken wir noch ein bisschen Semsem-Wasser. Eigentlich hat sich diese Szene gerade schon gedreht, aber die Aufnahme lief nicht. Also hat der Bruder mir sein Semsem-Wasser jetzt geschenkt. Barakallahu fiik, Bruder Herz. Teilen wir uns, Bismillah. Sehr schönes, kühles Wasser. Unsere Umrah ist somit vollendet. Wir müssen nur noch unsere Haare schneiden. Ihr seht, bei ihm ist nicht mehr viel drauf. Bei mir auch nicht. Wir suchen uns jetzt ein Berber. Bis gleich. Freunde, wir sind hier in der 9. Etage der Masjid al-Haram, also hier in Mekka. Guck mal, wie atemberaubend schön das hier aussieht. Mashallah, da vorne gibt es Semsem-Wasser. Keine Schlangen. Man kann einfach... So, Bruder. Für uns beide. Bismillah, Bruder. Es ist unbeschreiblich schön. Wir haben immer noch unsere Haare nicht geschnitten. Warum? Gleich ist das Nachtgebet, das steht an. Und danach das Tarawih-Gebet, was man im Fastenmonat gemeinschaftlich macht nachts. Und das wollen wir noch machen. Und dann gehen wir zum Friseur. Dann werden wir unsere Haare schneiden. Ey, atemberaubend schön. Guck mal, wie es den Menschen hier geht. So, wir sind jetzt endlich fertig. Wir haben sowohl unsere Umrah vollendet, als auch haben wir das Isha-Gebet, also das Nachtgebet, als auch das Tarawih-Gebet vollendet. Das ging relativ lang, aber es war wunderschön. Auf dem Dach in der 9. Etage. Ich habe es euch gerade gezeigt. So, jetzt gehen wir den letzten Schritt, damit wir aus dem Ihram-Zustand rauskommen. Und zwar die Haare zu schneiden. Das werden wir jetzt machen. In diesem großen Turm mit der Uhr. Ich zeige es euch gleich. Jetzt werden die Haare komplett runterrasiert. What's the problem? Beweg dich nicht, Bruder, beweg dich nicht. Und ich werde gleich aussehen wie Kalu. Aber es ist die Sunna unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der 3 Dua gemacht hat für jemanden, der sich den Kopf glatt rasieren lässt, und 1 für jemanden, der sich die Haare kürzen lässt. Dementsprechend, wir wollen den vollen Lohn. Das Problem ist, mein Kopf ist hässlich. Das ist das Problem, mein Kopf ist hässlich. Und ich hoffe, der macht nicht gegen den Strich. Der Bruder wird auch Gillette Hamza genannt. Er macht das richtig gut. Stell dir mal vor, er lässt jetzt einfach so. Als Bestrafung. Oder steht hier, Bruder? Steht der richtig, ja, oder? Oder was macht der Blut hier? Ja, nein, was? So. Jetzt kommt Puder, glaube ich, drauf. Yes, YouTube. So, und raus aus dem Ihram-Status. Der Kopf ist rasiert, wie ihr seht. Jetzt habe ich den Ihram-Zustand verlassen. Das heißt, die Umrah ist abgeschlossen. Ab jetzt essen wir, shoppen wir, wir beten natürlich. Wir beschäftigen uns mit unserem Glauben. Aber jetzt ist erstmal eine große Erleichterung. Und all diese Brees hier haben das gleiche gemacht, nur bei dem. So, Freunde, wir haben uns abseits der Hauptstraße einen Laden gesucht, der heißt Roast Watani. Und da haben wir uns geholt ein Shawarma in klein, dann haben wir uns noch Burger geholt mit Hähnchenfleisch, einem Getränk und Pommes dabei. Bismillah. Live-Reaction auf die Shawarma hier. Gut. Ehrlich, lecker. Richtig lecker. Freunde, der Tag war sehr anstrengend. Wir werden jetzt zurück gleich ins Hotel gehen, ins Duschen. Morgen ist Freitag, morgen werden wir das Jumma-Gebet verrichten. Bisschen Zeit in der Moschee verbringen. Wir werden aber auch einkaufen gehen. Ein paar Sachen für zu Hause, ein paar Andenken und so. Ich würde den Vlog an dieser Stelle beenden. Ihr habt mitbekommen, wie es ist, wenn man einen Umrah macht. Welche Kernpunkte dabei sind. Ich konnte euch ein bisschen vielleicht auch Hintergrundinformationen geben, hinter den Kulissen. In dem Sinne, passt auf euch auf. Ich wünsche euch eine restliche, schöne Ramadan-Zeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euer alle Fasten annehmen. Und wenn ihr irgendwann auch eine Umrah macht, möge Allah subhanahu wa ta'ala auch das annehmen. Oder wenn ihr schon eine gemacht habt, dann hoffentlich hat er es angenommen. Mit den Worten,
passt auf euch auf und besonders an die nicht-muslimischen Zuschauer. Ich küsse eure Herzen, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr euch dafür interessiert und möget ihr auch dafür belohnt werden.